Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Brabus. Ich freue mich sehr, weil es geht jetzt in die finalen Schritte, das Fahrzeug. Ich sehe, gucke in die Augen rein, finale Schritte, so weit sind wir glaube ich noch nicht. Aber für mich sind es finale Schritte und für euch auch nicht mehr viele Videos. Und heute passieren schon Dinge in dem Video, die wirklich in Richtung Endding gehen. So. Nicht nur so einzelne Teile, sondern heute kommt der und der. Und wenn es gut läuft, so. Darauf freue ich mich am meisten. Also so, so, so. Schönen guten Tag. Morgen. Wie geht's dir? Gut und selbst? Ja. Moin. Hi. Dachhimmel. Heute gibt's Ambiente oder was? Ja. Heute gibt's Ambiente. Bin ich das? Ja. Können wir mal umdrehen? Ja. Alter. Schön. Da sieht man mal, was für ein Fahrgastraum das ist, ne? Ich weiß nicht, ob man das mitbekommt, aber seht ihr, wie groß das ist? Ach, das ist der Sternenhimmel. Das ist der Sternenhimmel, ja. Kann ich das anfassen? Ja. Also es sind insgesamt 600 Lichtleiter. 600? 600 Stück. Für diese Fläche, für diese perforierte Fläche haben wir jetzt allerdings nur 400 vorgesehen, weil sonst wird es einfach zu viel. Habe ich hier keinen Sternenhimmel dann? Doch, hier kommt komplett alles diese Lichtleiter rein. Hier jetzt nicht, weil hier sind keine Löcher drin. Ja, ja, ja. Sieht doof aus nachher. Also nur in der Mitte. Okay, ich will mal irgendwas probieren. Yo, Alter. Ja. Kommt raus. Was? So geht das auch nachher dann, ne? Ja. Guck mal, wie das aussieht. Produziert ihr das selbst? Das kann man so kaufen. Ja. Und wie geht denn das? Wie kriegst du den jetzt? Also das ist schon sehr dünn. Ja, guck mal, da habe ich so ein Kästchen liegen mit Nadeln. Das sind 100 Stück. Ja. Wir kleben uns gleich hier ein Kreuz drauf, also wir kleben vier Felder ab. Und dann kommt pro Feld kommen 100 Stück rein. Dann stechen wir erst die Nadeln. 400 oder 600? 600 sind da drin. Ja. Wir machen aber nur 400 rein. Ach so. Es sei denn, du sagst, du willst 600 drin haben, dann machen wir die auch 600 rein. Warum nicht? Sprich dagegen. Also ich finde, es wirkt ein bisschen zu voll. Ja. Ist so romantisch? Ist dann zu doll. Aber das heißt, hier darf man eh nicht, ne? Kann man auch machen, allerdings, du siehst das nachher, wenn er aus ist, sag ich mal, du hast die Zündung nicht an, du siehst die ganzen Löcher, wenn du das jetzt hier durchsteckst. Nicht extrem, aber es fällt ein bisschen auf. Warum ist das hier perforiert? Wir nutzen die perforierten Löcher, damit es verschwindet. Wenn du das jetzt auf dem glatten Alcantara machst, hast du immer so leichte Huckel, weil du ja ein Loch machst. Ja, ja, da staut ja, sich ja, ja Material auf. Ja, ja. Und dann sieht das nicht sauber aus. Hast du vielleicht ein Beispielbild von einem Sternenhimmel von euch, wo das mit so einer Mittelbahn ist? Das würde ich gerne einmal sehen. Weil ich hab in den Nicken schon gesehen, wenn du 600 Sterne hast, willst du auch 600 Sterne. Ne? Eigentlich schon so. Wir sind hier im Ruhrgebiet. Viel, ne? Sonst wären es 400 auf der Fläche. Ja. Was würdest du tippen, wie viele Löcher sind das? Mehr. Keine Ahnung. Damit das wirkt, so ein bisschen Abstand immer dazwischen, ne? Deswegen auch die verschiedenen Höhen. Ganz ehrlich, ne? Also Sven, ich muss sagen, ich habe gedacht, ne, es wären vielleicht 100. Nee, dann hast du keine Wirkung, weil das sieht dann noch nichts aus. Weil sind ja ganz, du siehst ja, wie fein die sind. Du brauchst ja einen Austrittswinkel immer bei jedem Das heißt, in jedem Loch ist ein Ding, ne? Ja. Nicht zwei. Ich hätte gedacht, in so Bildern bei so Sternenhimmel, das sind vielleicht 100. Das sind meistens wieder. Wenn du so einen richtigen S-Klasse-Dachhimmel mal ohne, oder in der V-Klasse früher ohne Schiebedach hattest und so, da haben die teilweise tausend von den Dingern verbaut, ne? Weil das natürlich ein riesen Auto ist. Aber das soll ja auch wirken. Also du brauchst immer ein bisschen Abstand dazwischen. Meine persönliche Meinung. Ja. Klingt sehr logisch. Guck mal hier. Hättest du gedacht, das sind zu viele? Ja, ich habe jetzt gedacht, es wären so 1000 hier, die reinkommen. 1000? Wie viel sind das? 400. Nein, Mann. Doch. Scheiß. Nein. Das sieht doch wenig aus. Das sind doch keine 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nicht vergessen, je nach Winkel, wie die auch stehen, ne? Wie du die abschneidest, leuchten die mal in die eine Richtung, mal in die andere. Und dadurch hast du ja wie so einen Effekt. Also was ich schon gut fände, was ich hier auf dem Bild sehe, ist, dass der Sternenhimmel vor dem Schiebedach noch ein Stückchen weiter geht. Das ist nicht so abbricht. Genau, das ist nicht so, ne? Das finde ich geil. Aber dass das hier nicht so abrupt aufhört. Ja. Geht das? Hier auch noch welche reinmachen, in die vordere Fläche. Obwohl, dann sehe ich es super doll, ne?
Das fällt dann schon sehr auf. Weil da teilweise auch kannst du sogar auch tatsächlich blenden. Schreib mal ein anderes Auto rein. Wenn du siehst mit Innenspiegel, mit der Dachkonsole und mit den ganzen, guck da wirklich mal rein. Da vorne macht das nicht. Man kann es auch dimmen, oder nicht? Bitte? Man kann es doch dimmen. Nee, da geht es mir mehr darum, um das gebohrte Loch, was Sven meinte, weil da bist du ja super nah im Kopf. Mhm. Nicht machen, ne? Die Nummer hier hat Sinn und Verstand. Da haben wir auch lange dran geübt. Wir haben das früher auch mal ohne gemacht bei einem Auto. Wir haben dann immer gesagt, oh, das ist nicht so toll. Und hier hast du jetzt wirklich, das sieht richtig elegant aus, so wie es sein muss. Da fängt auf, ist, ne? Ja, und du sitzt, wie du sagst, du sitzt so nah dran und immer dran denken, da scheint mal die Sonne rein. Ja, und dann sitzt du so nah da dran und siehst dann die Glasfaserleitungen. Also das ist nicht schön. Dann ist es ja auch nicht mehr die Illusion von einem Sternenhimmel. Ja. Weil eigentlich ist es ja, das ist ja eigentlich echte Sterne. Ja, klar. Ja. Die haben wir extra bestellt, ne? Gebucht. Beim Elon. Exakt. Elon, ich weiß, du hast nur 600 Sterne Paket, aber wir nehmen 400 Sterne heute. 400? Ja. Habt ihr einen da mit so einer Mittelbahn? Bei den Rockets, ne? Ja, genau. Ja. Müsste bestimmt. Aber ja. Ja komm, wir gehen mal auf Suche. Bis gleich. Man sitzt sehr nah auch an dem Sternenhimmel, ne? Jetzt mich einmal jetzt doch vorne hin, weil das macht wirklich keinen Sinn, weil guck mal, wie die dich angucken auch. Der Winkel. Das ist ja kein Sternenhimmel, das wäre dann quasi ein Frontallicht. Diese Innenräume, ne? Die hauen dich jedes Mal. Wir fahren von Dortmund nach Bottrop und du weißt, was gleich passiert und dann bist du da und es haut dich jedes Mal um. So. Jedes Mal verstehst du nicht, wovon hinten ist. Nee, kein Fall. Ich würde es gerne echt mal sehen. Auf so. Keinen Fall hier. Ja, da ist, ja. Nee, das macht keinen Sinn, weil wenn du so fährst, das bereust du und das kriegst du nicht weg. Das macht keinen Sinn. Mhm. Hier war auch nichts mehr dann, ne? Also hier würde ich es noch fühlen, so in dem Bereich. Du? Ja, weil hier nicht perforiert ist, nein. Weil ich glaube, das sieht doof aus, weil dann gucken überall die kleinen Punkte da durch. Ich mache das so, wie die Jungs das sagen. Ja, die werden schon Ahnung haben. Die machen das nicht zum ersten Mal. Auch das hier, das Dunkel. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Ich bin echt auch ein Fan von dieser Lasur. Ja. Ist echt geil. Ist halt nur wirklich, wirklich, wirklich teuer. Ja. Aber verstehe ich auch. Also es ist auch eine Menge Arbeit. Ja, wir machen, wie du sagst. Genau, also Tür macht keinen Sinn. Mhm. Wir machen das wirklich nur hier. Mhm. Ich wollte einmal so eine Idee bekommen. Aber ich hätte es nicht gedacht auf dem Foto, dass es 400 sind. Das wirkte... Ja, deutlich. Ja, wir machen die 400 und dann hier so rein. Und ich hätte gern das Jungfrau als Sternbild. Man kann auch bestimmt so eine Zone einrichten, dass dann quasi nur so eine Jungfrau rauskommt. Bestimmt. Das höre ich so oft. Mach doch mal dieses oder jenes Sternbild rein, ne? Du so. Nö. Programmierung kann man doch locker machen. Was dann quasi. Das Programmieren, das kommt ja alles in einem Kanal. Außer du machst, doch, du könntest programmieren, indem du es zweimal kaufst und machst auf das eine Ding das Sternbild. Ja. Lichtquellen. Wenn du zwei oder drei Lichtquellen hast, dann könnte sie die theoretisch ja unterschiedlich steuern. Aber weißt du, die Chance bei 400 Austritten, Lichtaustritten, ist die Chance, dass irgendwas so aussieht wie deine Jungfrau, die du da haben willst. Ne, ist da, ist deine Fantasie dann zum Schluss. Ne? Ich muss echt sagen, wenn ich manchmal mit Leuten unterwegs bin, die sich damit auskennen, und die stehen dann da so und sagen, ach guck mal da, der große Wagen. Ich denke immer nur so. Ja, ich sehe es auch. Ja. Okay, freue mich gigantomanisch. Also wir drehen wieder um, ne? Oder steckst du so durch? Ich steck die so durch. Ja, na, von hier, ne? Ja. Kann ich mal machen? Ja. Also jetzt hier. Deine Augen. Nee, ich mach jetzt einfach hier, ne? Ja. In ja? Lochbein, also durchpieken. Ja. Oh, das ist aber wirklich fest. Ja. Und das machst du eins. Ne, wie viele Felder? Vier. Eins, zwei, drei, also so, ne? Eins, zwei, drei, vier. Sind die dann immer nur in einer Farbe oder kannst du dann auch die Farbe einstellen dann? Das ist RGB. Das ist RGB. RGB, ja. Du hast Command, kannst du das ja einstellen. Die Farbe, die du dann, die Ambient im Auto auswählst, hat der Himmel dann nachher auf. Budi, das wird aber auch eine Bude doch. Okay. Jetzt schon gut. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir mal gucken wegen der anderen Sachen? Okay, wir gehen mal rüber. Es wird heute spannend. Also, das wunderschöne Hallo. Wenn Fahrwerk reinkommt, kommen wir auf die Muckenklinge, oder? Hi. Also, wir legen nämlich dieses wunderschöne Offroad-Fahrzeug tiefer.
mit einem wunderschönen Brabus-Fahrwerk, was von KW, glaube ich, gefertigt wird. Und es ist ein Verdrängerdämpfer. Das ist nämlich der große Unterschied an der ganzen Geschichte. Denn, ich darf hochheben hier? Ja, ne? Ja. Was ein Gerät. Das sieht schon mal amtlich aus. Also, so eine Dönerstange. Würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist schon mal... So eine Dönerstange. So ein Dönerspieß, meinst du? Ja, genau. Eine Dönerstange. Ach, scheiße. Ja. Der Peter-Moment musste kommen. Ja. War eine Frage der Zeit. Das war eine Frage der Zeit, stimmt. Also, das heißt, der Aufbau des Dämpfers ist etwas anders. Ne? Wir haben in diesem Fall, wenn das Fahrzeuggewicht oben drauf steht und das Fahrwerk einfedert, dann hat er hier unten ein Ventil und er verdrängt das ganze Öl, was unter dem Ventil ist, durch den Dämpfer durch. Und das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu einem Zweirohrdämpfer zum Beispiel. Mhm. Ja? Und das macht man, weil das Fahrzeug halt ein relativ hohes Fahrzeuggewicht hat. Das Fahrzeug hat sehr viel Motorleistung und all diese Sachen in Verbindung mit diesem hohen Gewicht und diesem Gripreifen und halt auch, dass der Kunde vielleicht mal ins Offroad geht, hat halt große Impact-Momente. Das heißt, ein Zweirohrdämpfersystem wäre einfach nicht in der Lage, so reaktionsfreudig zu sein. Weil durch dieses Einrohrsystem ist das Auto nämlich in der Lage, muss ich dir vorstellen, es wird ja eine hohe Energie gespeichert in der Feder. Das Fahrzeuggewicht geht auf die Feder drauf. Wir komprimieren, die Feder fängt im ersten Moment ab. Das Fahrzeug taucht ein. Und in diesem Moment, wo es eintaucht, sind die elektronisch gesteuerten Ventile hier unten. Die können dann die Druckstufe wieder verändern und im Ausfedermoment dafür sorgen, dass das Auto nicht so macht. Wie du es bei manchen amerikanischen, nicht so gut gemachten, performanten Offroad-Fahrzeugen siehst. Verstehst du meinen, ne? Ja, ja, voll. Also jetzt, das ist jetzt das Auto. Wir fahren jetzt und springen. Hm? Der taucht ein, weil hohes Fahrzeuggewicht geht rein, geht in die Knie. Die Energie, die hier drin gespeichert ist, in dem Federstahl. So, jetzt will der natürlich raus. Weil nicht 1300 Kilo draufgehen, sondern was wiegt der Bock? 2700 Kilo. Quasi. Geht der in die Knie. Und dann will der natürlich, damit das Fahrzeug auch hält, wieder raus. Und dann kommen die Jungs zum Einsatz, drehen die Ventile auf und holen ihn wieder zurück. Und deswegen fährt er mit dem Fahrwerk auch so gut. Geil. Und so tief. Und weil wir haben jetzt 800 PS auch in dem Bock, da ist eine Menge Bewegung drin. Und 800 PS bei so einem schweren Auto, ein GTR fährt schon scheiße. Und hier ist nochmal schwerer. Das Fahrwerk kommt rein, das Ganze vorne und hinten. Und der allergrößte Vorteil, den ich ja wirklich sehr gut finde, dem natürlich die Offroad-Fähigkeit dann geklaut wird, ist, wir legen das Fahrzeug tiefer. Wie viel Millimeter tiefer? Wir legen runter, so bis die, was der kracht hier. Sehr gut. Runter. Wirklich runter. Aber wo ich mich gerade wirklich auch genauso doll drüber freue, ist das hier. Ich bin ja schon ein Bremssattelfetischist in Sachen Farben, aber das sieht wirklich sehr, sehr, sehr lecker aus. Das wird gut. Das wird sehr, sehr, sehr gut sogar. Auch guck mal hier, wenn du es mal so anguckst. Sehr gut getroffen. Ja, geil. Weil das ist ja keine DIN, keine RAL-Farbe, ist ja nichts, was du aus dem Karton nimmst. Das heißt, die Farbe muss ja genau angemischt sein wieder. Mhm. Und dann halt auch solche Details wie, dass der Code wieder zu lesen ist, alles wirklich perfekt lackiert. Dann haben die die kleine Abklebschablonen, damit die Drehmomente, wenn die Schrauben draufkommen, dementsprechend wieder sind, die Kolben sind abgeklebt. Weil ganz ehrlich, viele Leute lackieren Bremssättel. Wirklich, wenn du einfach nur einen Lackierer am Bremssattel gibst, bitte hochpenibel darauf achten, was du zurückkommst. Weil diese ganzen Laufbereiche, wo die Klötze drauflaufen oder wo der Sattel dann nachher drin läuft, das muss alles ohne Lack sein, ne? Und nicht nachher wieder freiknibbeln oder sowas. Da darf rein theoretisch von vornherein kein Lack sein. Ja, weil Lack baut auf. Und durch den aufgebauten Lack hast du ja einen viel höheren Widerstand. Dann sitzt du da, gehst in die Ramme rein, willst aus der Bremse rausgehen, dann Klotz sagt sich, ich find's eigentlich ganz geil hier. Und dann bleibt er da. Denn den Klotz kriegst du immer rangeschoben. Ne? Also die Kräfte, die entstehen, wenn der Sechskolbensattel drückt, dann drückt er den Lack auf jeden Fall weg. Also du wirst niemals es so lackiert bekommen, dass der dann den Bremssattel nicht mehr zusammen, also den Klotz nicht mehr in die Scheibe kriegt. Das wird nicht passieren. Aber zurück ist so eine Sache. Und Quietschen und Qualität und all sowas. So, also wir haben die Bremssättel, wir haben das wunderschöne Fahrwerk. Wo ich aber sagen muss, hier ist relativ viel Restgewinde. Ich habe genau das Mittelmaß genommen. Ich habe jetzt nicht so tief. Das ist, wie du es haben willst, wenn der Kunde es halt geändert haben will, dann ist es einfacher, es wieder höher oder tiefer zu legen. Deswegen nehmen wir das kluger Mann. Er fängt einfach in der Mitte an. Aber für die Zukunft, wir fangen unten an und korrigieren nach oben. Nein, also zu tief ist beim G jetzt, glaube ich, auch nicht so gut. Sven, hast du einen hier, der tief, vorne schon einen tiefer, ne? Der war schon bullentief. Gib mir einen Moment, ich gehe einmal eben rüber und guck mir mal an, wie viel Restgewinde der hat. Lass mir so eine Idee bekommen, ja? Hast du einen Zollstock für mich? Ich bin gleich zurück. Klar. Komm mit.
Ja, an sich haben wir doch ganz viel Platz im Radkasten, oder? Also wir können da uns ruhig austoben. Und ja, warte ab. Weil guck mal, wie der steht. Ne? Guck dir mal an, wie er steht. Ja. Ja. Okay. Weil ja, da vorne ist nämlich ein Kollege, der ist... Warte. Das Teil, ne? Wenn du genau schaust, guck mal, wo die ist und guck mal, wo der, die andere Verbreitung ist. Das ist ein Unterschied. Aber lass uns mal drüben bei dem gucken, weil der ist schon auf der Bühne. Das sind jetzt alles Rockets. Und beim Rocket kommt halt die Carbonverblendung hier oben drüber. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt nur das Stückchen, aber ist es nicht. Weil das biegt nämlich hier früher ab und dadurch, wenn man das gut sehen kann, und dadurch zieht er das hier schon ein ganzes Stückchen runter. Mhm. Aber wir gucken trotzdem mal eben. Das sind jetzt ziemlich genau 11, wir machen mal bis zu dem ersten Ring, den ich da sehe, das sind 11,5. 11,5. Mhm. Dann gehen wir rüber. Und wir haben hier 12. Du entscheidest. Also ich würde vorschlagen, wir machen den mal einen Zentimeter provisorisch schon mal runter. Ja. Vorne, boah, das ist aber auch ein Teller, Alter. Vorne und hinten auch, würde ich auch sagen, ja. Und wenn man guckt, so viel Arbeitsbereich ist da gar nicht, ne? Das ist alles, was man einpacken würde, ja. Das, also hier ist der Anschlagpuffer, der ist hier drauf. Kannst du ja irgendwann nochmal mitnutzen, ne? Aber der Fahrzeug, das Fahrzeugbild kommen wir noch drauf. Das heißt, das, was du jetzt hier siehst, ist nicht ein Federbereich, sondern minus Fahrzeuggewicht. Und dann sind wir irgendwo, das ist nicht viel. Ach, guck mal, wenn du den originalen Schuss einfach siehst, das war schon ein trauriges Hühnchen. Ah, ja, Mann. Da brauchst du auch nicht AMG draufschreiben. Das ist so. Nee. Hey, jetzt mal ernsthaft, was? Das ist der ja, originale? Der Timo stoß einfach hier mit Versteller dran. Oh mein Gott, krass. Ne, wenn du den originalen Schuss siehst, das war echt ein trauriges Hühnchen dagegen. Das ist halt High Performance hier, ne? Ah, das ist wirklich High Performance. Ist ja ursprünglich gemacht worden, das Fahrwerk auch für die 900 PS Variante. Mhm. Also auch Auslegungen dementsprechend hoch und das halt natürlich auch extrem schnell fahren kannst damit. Weil das habe ich auch gemerkt, wo ich den gefahren bin. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn du das Auto fährst mit dem Fahrwerk und man ist G gewohnt und wenn man den Begriff G hört, denkt man an die Alten und denkt sich, eieiei, ab 100, wenn du 170 fährst im alten G und du machst so, dann macht das Auto so. Kannst du nicht vergleichen. Nee, also achte mal auf meine Körperbewegung. Du machst so. So richtig Badewanne halt. Also wenn du früher mal mit einem GV12 oder auch mit anderen Autos gefahren bist und schnell 240 mit einem G war ja früher schnell. Das Auto war eine Seefahrt, die ist lustig. Ja? Also muss man wirklich sagen, so ein Auto, da hast du auch mal bei 240 mal die Lenkung so gehabt, wo die Kurve nur so leicht war. Zum Schluss heute der G, was der kann vom Fahrwerk her, unglaublich. Und dann mit dem Sportfahrwerk noch mal umso besser und trotzdem noch komfortabel. Weil was du ja bei den ersten damals beim alten G immer hattest, war ja auch immer vom Serienfahrwerk her dieses Stuckern, weil der Dämpfer so hart war. Dann haben wir ein Fahrwerk schon gehabt, wo der das automatisch erkannt hat und dann abgestellt hat. Und sobald du dann zu viel Lenkwinkel hattest, ist der wieder in die harte Stellung gegangen. Heute bei den Autos durch die elektronische Regelung im Fahrwerk bist du viel, viel weiter und Auto ist breiter, größer. Und trotzdem fährst du auf einer 2-Meter-Spur, was du vorher nie gemacht hättest. Ja, ja. Was du wirklich nicht gemacht hättest. Nee. Weil du hättest es nicht, egal wie gut du fährst, das Auto hätte ja auch eine eigene Energie gehabt. Ja, das Gefühl einfach war nicht so, dass du dich da wohl gefühlt hast. Die Räder, ne? Mhm. Klappt das denn? Da kommt ja noch was dazu. Ist das schon da? Das ist noch nicht da. Das werden wir später machen. Schade, da habe ich mich echt drauf gefreut. Das werden wir später machen. Nur wir müssen jetzt ja für die Werkstatt hier einmal auf die Räder stellen, damit wir ihn weiter bewegen können für die Sattlereikollegen. Aber die kommt noch. Das sollte ja dann zum Schluss, glaube ich, das Finale sein. Ja, wirklich. Ne? Also die Turbofans. Ja, die. Ja. Ich bin echt immer wieder von mir selbst auch platt, dass mich das immer wieder so freut und so beeindruckt und so macht. Das ist immer wieder. Was für ein stupider Typ ich bin. Ich finde es immer wieder geil. Das macht dich ja jetzt sowieso grundsätzlich aus, dass du dich über so automobile, wie sagt man, Überraschungen freust und da auch lange Spaß dran hast. Das geht aber unseren Kunden oft auch so. Ja, ne? Die haben aber nicht das Erlebnis wie du, dass sie bei jedem Schritt oder jedem großen Schritt einfach dabei sind. Schritt. Die kommen hier hin, suchen sich das aus und sagen, okay, freue ich mich drauf, irgendwann kriegen die ein fertiges Auto. Das ist nicht so cool. Ja, und du stehst hier in der Werkstatt, machst die erste Nadel in den Dachhimmel rein, du gehst hin, schraubst den Turbolader mit fest. Ich meine, ist ja schon, also ich finde sowas cool. Total. Weil ich schraube auch gerne mal an meinem eigenen Auto, wo ich dann Spaß dran habe, weil das für mich dann ist, okay, das habe ich selber gemacht, da kann man auch stolz drauf sein. Und hier haben wir halt eine coole Verbindung. Ne? Du arbeitest mit den Jungs zusammen. Ja, voll. Und die haben auch Spaß daran, das ist ja auch schön. Ne? Voll, also für mich ist das einfach toll. Das ist einfach toll. Und Felgen sind noch toller.
Felgen fahren. Also alleine gleich das Auto zu sehen zu können, wenn der runterkommt mit der Höhe, den Bremssätteln und den Felgen. Da wäre ja, wenn man jetzt ganz hart redet, bei uns ja schon oft vorbei. Aber das Auto wird so tief modifiziert, da sind so viele Sachen. Ist das stärkst modifizierte Auto, muss man sagen. Also das ist so, so viele Schritte, so viele Sachen. Ja, hat ja alles gemacht. Alles gemacht. Ja. Ja. Da komm, wir hauen die Dämpfer mal rein. Was mir gerade aufgefallen ist, was ich so noch nicht gesehen habe, aber die Distanz, also ist alles okay, aber technisch gesehen, die Distanz von der Achse, guck mal hier rüber. Das ist Achse, Einbauzustand, gerade Ausfahrt, das ist Stoßdämpfer. Krass. Komm mal rüber. Ich nehme mal so ein Maß, ja? Mhm. Wenn es dann festmontiert ist. Ja? Bereit? Yep. Passt nicht zwischen. Ist das? Das ist echt krass. Nee. Natürlich durch die Achse und durch den längeren Weg, weil das ist am Auto und das ist ja jetzt ein Dreieck, was sich wegbewegt. Wenn das Auto einfedert, wird natürlich da etwas Distanz entstehen. Ja, eine minimale Distanz wird da entstehen, aber trotzdem ist es schon ziemlich knack und back. Hinterachse ist von der Positionierung extra so gemacht beim G, dass es halt Energie aufnehmen kann. Ne? Das heißt, normaler Stoßdämpfer bei deinem i30N, der steht so, ist ein Flachbahner, oder fährt über die Autobahn und nimmt so die Schläge auf. Ja. Hier kann es halt mal passieren, du fährst mit hoher Geschwindigkeit und hinten ist ein Stein. Ne? Damit das nicht so wegknicken kann, ist es direkt schon so, dass die Energie so aufgenommen wird. Plus, wir haben mehr Platz im Fahrzeuginnenraum. Weil ein Stoßdämpfer, der jetzt hochstehen würde, würden wir hier überall Befestigungsmaterial brauchen. Und durch den schräg stehenden Dämpfer haben wir hier denselben Weg an Dämpfer. Ja. Aber haben ihn halt ein bisschen praktischer im Bauraum genutzt. Okay, hat das sonst irgendwelche Auswirkungen, dass es jetzt so schräg ist vom Fahrgefühl her? Oder? Im Fahrgefühl nein. Nicht? Okay. Im Fahrgefühl nein. Ich würde sagen, das kann man nicht merken. Aber schon sehr massiv alles. Ja. Ja, also Feder, Dämpfer, Achsen, das ist echt alles sehr massiv. Vor allen Dingen, dass diese Achsgeometrie, dass das hier, wie das jetzt hier so ist, mit einer Starrachse, okay? Dass das so gut fährt. Puh, muss ich echt sagen. Also, weil wenn du das so siehst, du machst ein Foto, auch mit dem Unterbodenschutz, ein Foto von dem Einzelnen, ne? Mhm. Da könntest du auch denken, das ist ein Ford Model irgendwas, ein F von 1960. Ja, das stimmt. Das könnte irgendein Truck sein. Guck dir mal den Kindergartendämpfer an, also vom Durchmesser. Tja, das ist schon geil, das Teil. Hier sind die Versteller drin und ich denke, das ist ein Ausgleichsreservoir auch hier drin. Schon cool, auf jeden Fall. Aber guck dir das mal an. Oh. Müssen wir aufpassen, wenn wir ihn hochheben auf der Bühne bei uns in Dortmund. Guck mal her. Jo, Alter. Oh. Mit dem Auspuff, ne? Oh, ja. Das war echt knackig. So ein geiles Teil. Der leuchtet. Mhm. Hier, guck mal, wie viel Restgewinde da wäre. Theoretisch. Ja. 5 mm. Nee. Gut ausgenutzt. Hinten. Vorne geht was. Also wenn ich gleich so zum Dachhimmel muss. Lieber nichts anfassen, ne? Oder vorher Hände waschen. Nee, ich glaube, der Pulli ist auch weg. Den muss ich echt aufpassen. Ne? Das kann weg. Brauchen wir nicht mehr. Das braucht keiner. Das ist ein kleines Problem. Oh. Ich war gerade beim Fahrwerk einbauen. Ich bin sehr dreckig. Ich sollte nichts anfassen. Also nee, sag ich zu mir, weil der Hoodie auch dreckig ist. Ja. Weil nachher versau ich die ganze Geschichte hier. Ja. Wie viel haben wir denn schon? Wie viele Sterne so? Ja, das sind die ersten 100 jetzt. Ach, die stecken schon drin hier? Ja. Du hast schon 100 drin? Nein, hier sind noch, da sind dann nur 20 oder so. Aha. Also 80 habe ich drin. Und wie machst du das dann? Also du schneidest dann nachher unten ab? Ja, genau. Am Himmel? Ja. Ah. Und wie bleibt es dann in Position? Verklebst du das dann hier? Da wird von hinten eine Matte drauf geklebt. Dass es runterdrückt? Genau, ja. Wenn dann alle drin sind, Matte drüber, dann drehen wir den einmal um. Schneiden ihn so auf die Länge ab ungefähr. Dann wird er erstmal ins Auto eingebaut. Und wenn im Auto alles sitzt, dann werden die halt erst glatt abgeschnitten. Und wie ziehst du durch? Also du hast jetzt den Nadelkopf. Zeig mal bitte, ziehst du jetzt den Nadelkopf? Ah, direkt hinterher. Ja.
Simpel. Ja, eigentlich ja. Peter, ich sehe dich schon am Dachhimmel. Ja. Too much für die 30er, das passt da nicht rein, finde ich. Und was für eine Matte kommt dann dahinter? So selbstklebender Filz. Und was wie das so? Ja, nur dünner. Das legst du dann komplett drüber? Ja. Vorher habe ich ihn ja schon mal mit Sprühkleber eingesprüht. Denke mal, das ist die Höhe auch, ne? Die er hat zur Decke. Ja, und so mache ich jetzt Feld für Feld, ne? Kann ich den Job? Also eigentlich, ich habe da immer Spaß dran. Weil man auch so entscheidet, wo es ist, ne? Ja, das ist so entspannend, das ist so beruhigend irgendwie. Scheiße. Dann können wir ja sogar gleich an das Ende wieder ein Handy halten und könnten es ja sogar sehen. Ja, kannst du jetzt schon machen. Nee, aber jetzt haben wir ja die Enden so. Ah, trotzdem, ich mache es trotzdem mal. Ja. Okay, ready? Ah, ja. Geil. Nice. Das ist geil. Und das Teil, da hast du dann so einen Lichtblock, wo du das reinsteckst, fertig. Genau, so eine große LED. Das ist so ein Schraubklemmverschluss. Wird reingesteckt, kommt so eine, wie so eine Mutter drüber. Dann kommen wir gleich wieder. Grüß dich. Geht's dir gut? Danke, du selbst? Ja, auch. Es ist ein Tag später. Flo ist heute da. Hi. Ne, Peter ist am Schneiden. Denke ich mal. Und Räder kommen jetzt noch drauf. Und dann lassen wir runter. Dann müssen wir gucken, wie höher ich eingestellt haben. Genau. Genau. Weil ich habe gestern, Info für dich, ich habe gestern noch ein bisschen modifiziert. Da ist ja noch ein bisschen Spielraum. Hinten nicht mehr. Und daran müssen wir uns orientieren. Also ich würde sagen, wir ziehen die Räder mal drauf. Die Distanzscheiben macht ihr extra so dick, um halt die Adaption zu haben für nicht verbreitete Autos. Ne? Das heißt, man kann eigentlich gut orientieren dran, dass diese Distanzscheibe schon dir ein gutes Maß gibt, wie viel das Auto eigentlich breiter ist. Ne? Weil das Stück ist da. Weil so kann Brabus einen Radsatz machen und kann dann immer schön adaptieren. Mhm. Aber die Bremssattelfarbe ist schon cool. Auf jeden Fall. Hat was. Warum sagen alle immer nur hat was? Um dich nicht zu verletzen. Ja, ich glaube auch. Ja, ich freue mich. Oh. Komm, los geht's. Und dann müssen wir gleich noch ein Dachmüll reinzimmern. Dachmüll wird spannend, Flo. Da sind 400 Sterne reingekommen. 400. Nicht so Lust drauf haben, das zu machen. Aber hallo. Ich wollte erst 600, aber er hat mich runtergehandelt auf 400. Und 600 wäre auch dann zu eng. Und wenn du das Bild siehst, wenn 400 drin sind und ich würde dich schätzen lassen, würdest du sagen, es sind 150. Okay. Das ist ganz verrückt. Sie weil so er zeigt auseinander dann auch? Ja, es wirkte so. Die Dichte ist dann täuschend wahrscheinlich. Ja, du denkst so, das sind aber wenige. Und das sind 400. Hm. Boah. Ach so. Was ist das denn? Wir machen uns das heute einfach. Das müssen wir rausschneiden, weil wenn das meine Jungs sehen, gibt's richtig Anschiss. Sven, was ist das denn hier? Ja, das ist die alte Herrenmannschaft. Ist auch nicht mehr der Jüngste. Der Mann hat zwei Kinder, Mensch. Ja, das machst du, wenn du keine Azubis hast, ne? Aber hier, 15 Zoll montierst du auch so, oder? Auf 15 Zoll machst du noch so. Das ist immer mehr. Aber okay, das ist aber Champions League hier. Ich muss ja ganz, ganz viel das Video gucken, denkst du gerade. Chef! Chef! Ich meine, bei Keramikbremsanlagen macht es auch wirklich Sinn, ne? Weil wenn du bei Keramik mal, und du hast einen schlechten Tag oder sowas und dir rutscht die Felge auf die Scheibe, ja, dann hast du nichts gekonnt, ne? Nein. Ach so! Hast du noch eine Maschine, die das jetzt macht? Oder? Nee. Hör doch auf, okay, die Leute jetzt zu verspotten hier. Mach ich doch gar nicht. Das ist geil. Krass oder ist das krass? Das sieht angenehm aus. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum du den Wagen so hoch fährst. Jetzt weiß ich warum. Weil es einfach scheißegal ist. Genau. Richtige Arbeitshöhe. Ein bisschen hoch? Ja. Aber ich bin drin. Nee, bin ich nicht. Was sehe ich denn da vom Gewinde? Deinem Roboter hier. Ich bin so abgelenkt von dem Roboter, dass ich mir die Räder gar nicht angucke. Ich sehe, ihr macht sehr, sehr wenig mit Schlagschrauber, ne? Eigentlich fast gar nichts. Ja, zum Lösen hauptsächlich. Aber auch nicht an den Felgen. Fühlt sich sehr entspannt nach so einem 24-Zoll-Rad, das da oben ist. Normalerweise hat man in diesem Moment so ein anderes Körpergefühl. Das ist so eine richtige Wellnesswerkstatt hier. Ich schicke die Mitarbeiter hin, wenn sie sich erholen sollen. Eine Wellnesswerkstatt.
Schatz, ich gehe arbeiten heute, ne? Aber überanstreng dich ich. Nö. Und wie war heute? Oh, sehr anstrengend. Ich bin kaputt, Schatz. Okay, hat nicht was, ist ausgefallen. Die Farbe ist echt geil. Hast du Kurve gerade nochmal bekommen? Auf dem Dach ist auch schon drauf oben, das habe ich noch gar nicht gesehen. Jetzt kommt der Moment, wenn der runterkommt. Kommt jetzt der andere Roboter, der Drehmoment drauf macht? Oder? Genau. Das machst du doch selbst? Das machst du selbst? Ja. Das geht doch nicht so weiter hier. Wir sind eigentlich schon relativ weit, ne? 800 PS drin. Was fehlt denn jetzt noch? Also es fehlen noch die Ecken an dem Bodykit. Die Frontstoßstange ist auch noch nicht dran. Heckschussstange ist nicht dran. Das sieht verpackt aus. Nee, ich glaube, das ist das Finale, oder? Das finale Trittbrett jetzt? Ja. Das Trittbrett ist das schwarze schon. Aber wir sind nicht in der richtigen Höhe. Der müsste jetzt gleich, wenn die Hebebühne runtergeht, noch ein ganzes Stück fallen. Und das finden wir gut, ne? Ja. Endrohr ist auch schon dran. Der Innenraum ist auch schon nicht drin. Sitz ist schon drin. Das ist der finale Sitz. Genau. Lightweight Edition. Ja. Eingefedert plus Innenraum rein. Ne, da kommt noch ganzes Gewicht zu. Ist ja auch noch ein bisschen Restgewinde da. Jetzt kommt die TÜV-Konformität. Ja, so. Also, wir haben gestern schon nachmodelliert auf maximales Maß. Ganz, ganz schwerer Fall von Restgewinde. Ja. Nee, aber ich bin sehr zufrieden mit der Farbwahl. Also es ist genau mein Geschmack. Ich höre zwar von allen Leuten immer nur Hartbass und ist, was habe ich noch gehört, Hartbass und... Muss dir gefallen. Das ist ja ganz höflich. Muss ja dir gefallen. Ja, aber ich muss jetzt sagen, ich finde es immer, also ich finde es richtig gut. Ich war jetzt auch, als die Konfiguration so zusammenkam, habe ich gesagt, ne, das wird gut, aber war noch nicht so, war so noch nicht so ganz überzeugt. So, das kann man machen, mal sehen. So war die Einstellung. Okay. Und jetzt, wenn ich jetzt hier hinschaue und auch zum Beispiel, ich sag mal, die Details, bin mit einer grauen kleinen Wiese bei dem Leder, wird das wirklich stimmig? Ja. Das kommt zusammen, das kommt Bild. Kommt zusammen und das wird gut. Und ich finde auch das rote Endrohr dazu sehr passend. Ja, weil es nochmal so eine Differenz ist. Ne? Ich finde auch gut als komplementär. Sehr, sehr schön. Ja. So, ich würde sagen, wir ziehen mal um, gehen zum Dachhimmel. Einen Tag später, wir gucken uns mal an, wie die 400 Sterne so aussehen. Ich hatte bestellt Jungfrau und den großen Wagen. Große Wagen geht, ob die Jungfrau geht, bin ich mir nicht mehr so sicher. Da ist die Zeit vergangen, glaube ich. Wir gehen mal rüber. Gehen. Hast du von Sternen geträumt? Ich habe, ja. Okay, also das ist die Matte, wovon wir gesprochen haben, die Sterne runterdrückt. Weil genau. Die Sterne sind nämlich schon drin, Flo. Weil willst du sie mal sehen? Ich habe nämlich gerne. Einen kleinen Trick. Ich mache nämlich mein Handylicht an und halte das hier drauf. Guck, film mal drunter. Warte. Ich hab mich verarscht, Mann. Ach, du bist ein richtiger Erzähler. Nein, du kannst ruhig da bleiben. Bist du bereit? Ja, ich glaube schon. Mach mal. Ja, mach. Nee. Okay, das ist krass. Aber so sieht es ja noch nicht ganz geil aus, denn jetzt werden die alle gekürzt. Ach, im Auto. Im Auto. Dann bohren wir erst ein und dann schneiden wir die glatt ab. Ach, im Auto? Warum im Auto? Weil dann haben wir das hier direkt angeschlossen. Ja, machen Zündung an, dann leuchtet das schon mal. Dann sehen wir gleich den Sternenhimmel. Genau, ja. Du siehst das. Siehst das schon ein bisschen besser dann, wenn du es abschneidest, weißt du? Und das schneidet man mit einer Nagelschere ab? Nee, ich hab da so einen Seitenschneider. Ich hab gedacht, von heute Morgen. Hab ich mitgebracht. Wo du in der Badewanne so sitzt. Oh, weißt du, die nehmen mit. Ja, aber eigentlich kannst du auch mit so einem Rasierer drüber gehen, oder nicht? Mit was? Mit so einem Rasierer, wenn der aufliegt. Ich glaube, der schneidet nicht sauber genug. Nee. Okay. Weil ich glaube, die Kunst ist ja bei diesem Lichtleiterkabel, dass der Schnitt sehr linear sein muss, damit das Lichtkegel schön fällt. Ja, okay. Ein bisschen Flo's Blick. Aber das andere wird halt schneller gehen. Mit so einem Lady Shaver. Und das sind jetzt wirklich 400? Das sind exakt 400, ja. Hast du gezählt? Ja, die sind immer in so 100er Bündeln hier drin. Ich habe die vier Felder gemacht. Und das sind dann hier, also guck mal, pass auf, so können wir sehen, wie es nachher aussieht. Pass auf, das ist jetzt ein geschnittener, das sind 100 Stück. Das sind 200 Stück. Dein Ernst? Ja? Ach, das ist das Ding da. Ja, genau.
Ja. Das ist auch von euch? Das ist von uns, ja. Das ist aber eine massige Lampe. Oh, er wechselt die Farben gerade. Ja, das ist irgendwie da mit dem Thermos drin. Mhm. Und da ist, glaube ich, noch ein Farbwechsel eingestellt gewesen, bevor wir den auseinandergenommen haben. Also, ich habe ja schon echt viele auseinandergebaute Autos gesehen, aber das sieht echt, das ist schon hart Chaos hier drin. Guck mal bitte. Und wenn du so ein bisschen zurückgehst. Dann bleibt nicht viel übrig, ne? Das war, als ich hier angefangen habe und dann so die ersten Male das so gesehen habe, ne, da habe ich gedacht, kriegst du doch nie wieder zusammen mit denen, ne? Aber wo wir es dann gemacht haben in einem Video, ich finde, es ist super angenehm. Sehr bausteinig und sehr logisch und selbsterklärend und so. Ja, das ergibt sich auch alles. Wenn wir gleich das Armaturenbrett reinhängen, die ganzen Kabel, das ist alles... Logisch, ne? Findet quasi seinen Weg, ja. Ja. Was soll ich abkleben? Die Dichtung ab. Warum machen wir das? Weil der Himmel da so ziemlich scharfkantig ist. Und wenn wir den hier gleich reinschieben, nicht, dass deine Dichtung hier irgendwie... Ist der so scharfkantig? Ja, ja. Dann brauchst du ihn, haben wir schon ein paar Mal gehabt, dann ist da so ein Schnitt drin. So quer geht der rein. Und dann kann das sich da schon mal einschneiden. Mal gucken, mal diesen Lichtblock an. Der sieht aus wie eine Benzinpumpe. Der sieht echt aus wie so eine 044er Bosch Motorsportpumpe. Du hast raus, du. Ja. Also Farbwechsel, wie gesagt, ist jetzt nur, weil das da eingestellt ist. Ja, ja, alles gut, alles gut. Oh nein, was? Wir müssen den Schiebedeckel erst reinmachen. Sonst ist nachher schwierig. Also man kann auch erst den Himmel reinmachen, aber... Ja komm, machen wir erst den Schiebedeckel. Besser ist es. Ja. Ach, deswegen machen die das Loch da rein. Damit du da durch kannst. Ja, ganz genau. Die Schildkrötentechnik. Toll. Bisschen biegen noch nicht. Wie routiniert das? Ja, 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 ja. Wie so eine Interieurmaschine. Ja, machst du das sonst alleine? Nee, mache ich auch mit dem Arbeitskollegen. Der macht das dann da hinten. Eine Interieurmaschine, ne? Ja. Zwei Interieurmaschinen. Ach, guck mal, jetzt wird der Block da angeschlossen. Die Interieurmaschine schließt den Lichtblock an. Und jetzt müsste rein theoretisch hier. Nee, jetzt leuchtet es gar nicht mehr. Ja, die Zündung ist gerade aufgeklappt. In dem Moment. In dem Moment, genau. So. Ecco Fanio. Jo. Jetzt kannst du, siehst du hinten den Clip, den Plastikclip? Ja. Den drückst du oben einfach rein. In das Loch. Ach, nächste Interieurmaschine. Hast du das gesehen? Ja, Himmel wäre jetzt eigentlich drin. Okay, das ging fix. Okay. Ja. Ja, dann lass du mal die Schermaschine holen. Ich bin ja selten stolz so, ne? Aber das ist gerade wieder so ein Moment, wo ich das doch spüre und halt auch schon so jetzt stolz bin. Also, Interieurmaschine, was sagst du? Was hast du für einen Knick eigentlich? Der geht gleich raus. Sieht jetzt schlimm aus, aber der geht später raus. Okay. Das ist, wenn die Kunden in die Werkstatt kommen, so, was ist das denn hier eigentlich, wenn du sagen willst, das Polierer. Sieht aber nicht so aus, wie es sein soll. Das war beim Polierer immer so. Ja. Und das hier, ja, wenn die Sonne drauf kommt, ist das weg. Okay. Und die Blase da, die ist richtig so, oder was? Ja, ja, das muss. Oh. Das sieht... Warte. Nicht gut? Doch. Warte, ich sehe nichts hier. Wird so dunkel. Weißt du, weil die rote Farbe einfach irgendwie dunkler ist. Hier, guck mal, Flo, da. Da ist ein Stern. Mach mal noch einen Stern. Also machst du jetzt 400? Ja, Dingsies, das mach ich jetzt 400 Mal, ja. Ein bisschen fühlst es. Ja, ja. Aber damit es rausleuchtet. Genau, ne? Wenn du es noch kürzer abschneidest, wäre es halt weg. Aber jetzt zu dem Thema 400 und 600, finde ich die 4, hast du recht? Finde ich die 400 ganz gut, ne? Stilvoll. Mhm. Natürlich wäre 600 mehr Licht, aber ich glaube, so ist es ein schöner Effekt, der nicht so ist, hey, ich habe Sternenhimmel. Hast du meinen Sternenhimmel gesehen? Ja, weil er nicht so direkt aufs Auge. Ne? Ich bin mir nicht sicher, dass du das eventuell, dass es jetzt noch auf 50% steht. Dass du es noch hochdrehen kannst auf 100, das kann sein. Ich weiß nicht, wie die Einstellung vorher war. Weißt du? Ne? Ja, also es kann sein, dass du das dann noch ein bisschen... Ich finde es so schon gut. Ja. Das ist sehr dezent, finde ich. Findest du? Ja. Okay. Nee, ich so im Dunkeln fände ich es so schon gut, aber kann ja auch sein, dass es noch helliger wird. Auf jeden Fall, Flo, wir haben noch ein Date in Dortmund, wir verabschieden uns jetzt und wahrscheinlich wird morgen noch ein Video von dieser Firma kommen. Also JP Performance heißt der Kanal. Also morgen wahrscheinlich kommt, keine Ahnung, morgen kommt noch ein Video oder vielleicht auch am Montag. Ich weiß nicht. Ja. Ne? Tschüss.